Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Trading Card Game Gänschen. Wir sind hier mit dem Pupsi und in der Taverne. Ich habe gerade gesehen, dass wir Kolei herausfordern kann. Das machen wir doch, oder? Auf Kolei habe ich immer Bock. Hi, Kolei. Alles fit? That is just the way I remember. Ja, so viele Männchen gibt es hier. 200 Erfahrungspunkte und 600 Münzen. Ja, 600 Münzen sind okay. Ist jetzt nicht viel, aber kann man machen. Ich bin gerade dabei, ein Deck aufzubauen, das richtig gut ist. Aber ich bin noch am Testen, also das ist echt schwierig, jetzt schon sagen zu können, das und das ist gut. Deswegen mache ich noch kein Video dazu. Ich muss es erstmal ein paar Mal austesten, ein paar Mal spielen und dann schauen wir mal, wie das laufen wird. Ganz ehrlich, ich fange mit In the name of the Princessin. So, wir haben ja wieder ein paar Ogelsteine gesammelt. Am Ende gibt es wieder ein Pull. Ach, scheiße, das ist echt... Also, ich war gerade verwirrt gewesen. Wieso haben wir so viel Dendro gezogen? Ich habe keine Dendro-Einheit, verdammt. Richtig schlecht. Naja, für Ozzel reicht es. Ozzy. Ozzy Osbourne. Das nehmen wir auf jeden Fall. Ich setze eine Aktivierung. Nee. Brauchen wir alles nicht. Ab geht's. Zack. No rest for the wicked. So, mal schauen, was da jetzt kommt. Was haben wir da? Was ist das? Okay, das mit dem Gericht. Angegriffen hat Kolei nicht. Jetzt ist die Frage. Wenn ich angreife, sind wir bei 2. Wenn sie dann angreifen wird, dann sind wir auf 3. Ich kann aber mit 2 Würfeln nichts anfangen. Hey, wir müssen was anderes machen. Wir müssen was anderes machen. Ich kann aber alles nicht gebrauchen. Okay, scheiße. Ist nicht gut. Kann ich irgendwas Günstiges machen? Kann ich auch nicht machen. Okay. Naja. Dann haben wir keine andere Möglichkeit, als anzugreifen und zu hoffen, dass sie nicht angreifen wird. Weil mit 2 Würfen kann ich nichts anfangen. Out of the frying pan, into the fire. Naja. Wieso ist sie noch auf 1? Hä, ich habe doch angegriffen. Ich bin verwirrt. Sie hat aber nicht angegriffen. Das war die Spezialfähigkeit gewesen. Boah, jetzt fehlt mir Hu Tao. Mit der Karte, damit ich das zerstören kann. Das macht schon gut Schaden, deswegen. Ist die ganze Zeit am Switchen. Keine Ahnung, was mit der los ist. Was macht jetzt einmal ein Schadenchen. Der macht 2 Schaden. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir echt nicht. So. Eigentlich könnten wir jetzt schon switchen. Komm schon. Jawohl, das sieht doch gut aus. So, mein Zug. Ganz ehrlich, das kostet 2 Würfel. Wechsel deine Figur Elementarwürfel, verbrauch -1. Wenn ich meine Figuren wechsle, dann muss ich doch nur einen Elementarwürfel ausgeben. Und das kostet 2 Würfel. Irgendwie macht es keinen Sinn. Bin ich bescheuert oder sind die bescheuert? Keine Ahnung, was da los ist, ey. Sowas haben wir hier noch so. Ja, das ist auch schön. Das benutzen wir. Dann switchen wir zu Dilutsch. Let's go. It's Dilutsch time. So, 5 Schaden. Was macht das? 2 Schaden. Komm, so viel Schaden wie möglich. Ist sehr wichtig. Müssen hier schnell durchkommen. Und nochmal ein Nahrungsbeutel. Das fuckt schon ein bisschen ab. Das fuckt echt ab. So, 2 Neuwürfel dazu. Was haben wir hier unten? Wir könnten eigentlich healen, aber wir greifen erstmal an. Bam, nochmal 5 Schaden. Die könnten nochmal angreifen. Geil. Ist am Arsch. Okay. Volley hat geswitcht. Doch nicht am Arsch.
Hat einmal geheilt. Nochmal zwei Karten. Alter, das ist doch voll. Ey, was für ein Abfuck, ne? Diese Dinger sind auch richtig geil. Junge, 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 Junge. Wir könnten eigentlich nochmal angreifen und dann machen wir nochmal 5 Schaden. Aber jetzt ist die Frage, können wir hier irgendwelche Karten droppen? Das können wir droppen. So, wie viel Schaden macht das? 2. Nee, lohnt sich nicht. Das ist auch gut, aber ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Das machen wir weg. Und dann müssen wir das noch weghauen. Geht nicht anders. Geht's. 5 Schaden. Ha! Ich bin weiter am Zug. Ja, schön. Ich kann aber nichts mehr machen. Also ich muss sagen, ja. Gefährlich, gefährlich. Hier mit dem ganzen Healen. Hier nochmal 2 Karten dazu bekommen. Junge, Junge, Junge. Also ich muss jetzt einmal Diluchai. Junge, was ist das? Ich weiß nicht, ich habe nie Glück mit dem Würfel. Schaut euch das mal an. Ja, schön. Was bringt es mir? Dein Gegner ist am Zug. Okay, wir sterben jetzt. Das erste Mal, dass ich eine Einheit verliere. Boah, ich kann nicht da hinschauen. Was? Geswitcht? What the fuck? Go! Was? Das macht doch keinen Sinn. Bist du deppert? Das hat echt keinen Sinn gemacht. Kommen wir hier hin direkt. Zack. Und dann switchen wir. Dann müssen wir switchen. Am besten Fischl. Zack. Figur wechseln. In the name of the Prinzessin. Dein Gegner ist am Zug. Schöne Sache. Was macht das hier überhaupt? Für so einen Punkt Pyro-Schaden. Okay. Das ist gut. Wir müssen Ost wieder rausholen. By royal decree. Dann können wir eh nichts mehr machen. Ich bin weiter am Zug. Schöne Sache. Schaden durch die Figur plus 1. Wechseln wir zu Mona, ne? Macht Sinn. Kann ich das so einsetzen? Wir haben 2 Elementarwürfel, aber die müssen gleich sein wahrscheinlich, ne? Oder müssen die beide... Scheiße, ich kann die ja nicht opfern. Okay. Schon gewendet. Oder soll ich... Eine Sekunde, wie viel Schaden wird das machen? Wenn ich Glück habe, könnte ich sogar in der nächsten Runde Kolei killen. Deswegen beenden wir mal die Runde. Kolei müssen wir down bekommen. Dann ist Mona kein Ding. So, Healing. Dankeschön. Da ging da die Vorhand. Komm schon. Wir müssen dann später zu Mona wechseln. Jawohl, das ist sehr gut. 2 Omni. 2 Elektro. Wir können die Spezialfähigkeit ausführen. Bitte nicht healen. Komm schon, bitte nicht sofort healen. Bitte. Ja. Boah, 6 Schaden. What? Alter, warte, was haben wir hier? Plus 1. Okay, das benutzen wir direkt. Zack. Jetzt die nächste Sache. Wenn ich jetzt einmal angreife. Die killen doch meinen Fischl. Oh mein Gott, scheiße. Die killen doch mein Fischl. Ich muss eigentlich jetzt switchen. Aber wenn ich das ausführe, ist Kolei tot. Oh, das fuckt gerade voll ab, Alter. Das ist echt nicht gut gelaufen. Guck mal, das macht 2 Schaden. Das passiert, aber das kommt erst zur Endphase. Die hat noch 4 Elementarwürfel. Also werden die auf jeden Fall angreifen. Ich muss switchen. Ich habe keine andere Möglichkeit. Shit. This is destiny. Shit. Das geht auch flöten jetzt. Was? Wieso nicht angegriffen? Verarschen? Oh, die verarschen mich richtig, oder? Die verarschen mich richtig hier. So 3 Würfel, mein Zug. Ich kann eh nichts mehr machen. Was bringt es mir, die Karten zu opfern? Ich könnte das hier benutzen, damit ich dann in der nächsten Runde mehr Schaden mache. Runde beenden.
Das geht jetzt flöten. Zack. Obwohl, wenn es 2 Schaden macht, dann werde ich nochmal geheilt. Ist doch auch gut. Jawohl. Jawohl. Sehr schön. Ich mach dich fertig, Kollege, ohne dass ich einen Gegner, also eine Karte verliere. Ich krieg das noch hin. Alles weg. Oh, was für scheiß Karten, Mann. Also Gegner am Zug, das ist nicht gut. 1 Schaden, lächerlich. Aber jetzt habt ihr auch so einen Scheiß. Jetzt ist die Frage, sollen wir das droppen direkt? Yes, machen wir. Karte ausspielen. Das können wir opfern. Zack. Das können wir tatsächlich auch opfern, weil wir werden die Lutsch nicht mehr rausholen. Das geht einfach nicht. Ja, wir machen halt keinen Schaden, ne? 2 Karten ziehen, komm. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück. Was macht Paimon? Verbraucht 2 Elementarwürfel, damit sie Omniwürfel werden. Ja, ich habe eh nur Ding. Das kann ich nicht gebrauchen. Ja, komm. Ich kann nichts machen. Das fuckt voll ab. Mein Zug. Ich könnte Omniwürfel. Ja, was bringt es mir, wenn ich 2 Omniwürfel habe? Runde beenden. Boah, das fuckt richtig ab. Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde verlieren. Ne. The stars are fading. Ich glaube, ich werde verlieren. Let's finish this swiftly. Wieso habe ich jetzt zu Dilluch gewechselt? Ich bin auch deppert, oder? Warte. Das gibt's nicht. Ich glaube, ich werde echt verlieren. Alter, das gibt's echt nicht. Das kannst du mir nicht antun, Kolle. Ich hab dich so gelobt die ganze Zeit. Und jetzt machst du mich fertig. Oh mein Gott. Hi. Die Lutsch ist auch weg. Where did I go? Kannst du mir nicht antun. Eine Sekunde, wenn ich das mache. Was passiert, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich das mache? Jawohl, ich hab dich, ich hab dich. Okay, ich habe echt viele Einheiten verloren, aber am Ende ist der letzte Schlag wichtig. Wings of Darkness. Weg mit dir, du Fotzi. Sever Night from Day. Boah, das war echt knapp. Das letzte Stück. Okay, gut, dass es keine Anforderungen hatte, sonst hätten wir das nochmal probieren müssen. Es war echt ein starker Kampf. Also hat es doch Potenzial, also kann es doch schwieriger werden. Motiviert mich hier weiterzumachen, ehrlich gesagt. Nice. Was haben wir hier? So, haben wir wieder irgendeinen Rücken freigeschaltet. Fischl, Kartenrücken freigeschaltet. Nice. Diese scheiß Rückendinger brauche ich ehrlich gesagt nicht. Ich rück mich gar nicht. Ich bin nicht so ein Sammlertyp. Ich sammle gar nichts. So, let's go. Und hier. Und. Boah, das wäre so geil, wenn es so gold leuchten würde. Scheiß Deck leuchtet hier aber. was haben wir hier? Wir haben hier nochmal 2 Gebete. Und? Aber mir leuchtet nie etwas. Bei mir leuchtet nie etwas. Überspringen direkt. Okay. Schade. Nur eine Steinschleuder erhalten. So, wie viel Urgestein brauchen wir? 160. Uns fehlen 6. Naja. Dann sind wir durch. In der nächsten Folge besorge ich mal 6 Urgestein, damit wir noch einen Pull versuchen können. Aber jetzt sind wir hier durch einmal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.